Hallo meine Lieben, wir haben Ende des Jahres noch was ganz Spezielles für euch. Wir haben eine neue Studentenbox und zwar von der Unicum. Die Box ist, wie auch die anderen Boxen, die wir getestet haben, kostenlos, ist halt nur im Versand. So, wir gucken mal, was wir diesmal drin haben. Wir haben uns die Größe geholt für 4 Personen und wir schauen mal, was in den 4 Tüten drin ist. So, wenn wir den Karton aufmachen, sieht es erstmal so aus. Die Tüten sind übereinander und wir schauen jetzt einfach mal, ob wir da unterschiedliche Sachen drin haben. Die Box finanziert sich wahrscheinlich wie die anderen auch mit Werbung, denn das erste, was wir hier drin haben, ist ganz viel Werbung. Das machen wir jetzt mal auf Seite. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht, sondern was ihr da drin habt. So, und es fängt an mit Glisskur 7 Sekunden Express Repairkur. Was für die Haare, für die Damen. Finde ich schon mal ganz nett. Kriegt da hinten einen Daumen hoch. Dann geht's weiter mit der scharfen Soße zum Testen. Finde ich auch ganz geil. Nichts für uns, aber wir werden da auf jeden Fall einen finden, der das gebrauchen kann. Und wie immer sind wir gespannt, ob in den Tüten das gleiche drin ist. Dann haben wir hier Yum Yum Ente. Mega geil, da freue ich mich. Richtig cool, was zu essen. Kann man gut als Student gebrauchen. Nebenbei, Versand lag, wenn ich mich nicht täusche, irgendwo bei 8-9 Euro. Also der ganze Karton hat 8-9 Euro gekostet. Aber es ist diesmal, finde ich, ein bisschen weniger. Wir haben jetzt nochmal Zios. Noch was anderes. Ist, glaube ich, auch eine Kur. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ist ein Conditioner. Ist eine Haarspülung. Okay, jetzt gehört. Was für die Frau wieder. Dann haben wir hier noch einen schönen Entspannungstee von Milford. Das ist, finde ich, auch geil. Gerade jetzt Richtung Winter. Und Miu Miu, so ein Aufkleber. Finde ich so eine Marke, die man kennt. Kann man sich auf jeden Fall irgendwo hinkleben. Dann haben wir hier noch von Ferrero. Die ganze Packung. Finde ich bueno. Was haben wir denn hier? Also auf jeden Fall nochmal was Süßes. Und was ich nicht fehlen darf, eine Tasse Kaffee von Jakobs 3 in 1. Okay, das war jetzt die erste Tüte. Da wird der Preis auf jeden Fall noch nicht draußen. Aber es geht natürlich weiter. Wir haben 4 Stück. Und jetzt wird es interessant. Beim letzten Mal war es ja so, dass die Tüten ziemlich ähnlich war pro Person, die sie bekommen hat. Mal gucken, wie es dieses Mal ist. Und ich finde diese Tüte schon fast ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Auf jeden Fall nochmal Werbung. Das ist auch ziemlich die gleiche Werbung. Okay, wir haben nochmal Yum Yum. Wir haben auch nochmal Kinder Bueno. Das heißt, wir haben schon mal 2. So, was? Ich hol einfach alles raus und wir gehen die Sachen einfach durch. Repair, Zios, unsere Soße, Glisskur. Nur mal hier aber wirklich so, dass wir getrennt haben. Oh, jetzt haben wir nochmal eine Werbung für den Kaffee. Ein bisschen schade, dass der mit Zucker ist. Ich trinke den lieber ohne Zucker. Aber nicht schlimm. Haben wir auf jeden Fall auch 2 Stück. Wir haben den Tee. Tschack, tschack. Okay, jetzt haben wir diesmal sogar 2 Aufkleber in der Tüte. Aufkleber waren sie sehr spendabel. Und ich glaube, wir haben alles doppelt. Ja, also in der Box war schon mal alles doppelt. Interessant. Gucken wir die dritte an. Was man dazu ganz klar sagen muss, bevor ihr euch da ärgert, man soll es ja durch 4 teilen. Das heißt, diese 8 Euro, gehen wir jetzt mal von 8 Euro aus Versand, durch 4 zahlt jeder 2 Euro. Ja, und für 2 Euro hast du die Tüte sofort wieder drin. Allein das Bueno kostet mehr. Nur mal so, schon mal von vorne. Und ich glaube, es geht wirklich auch so weiter, weil Yum Yum Nummer 3. Werbung, Werbung. Dann unser Kaffee.
unser Tee. Gliskur. Soße. Aufkleber. Sayos. Und Bueno. Ich muss sagen, es ist für vier Personen. Ich frage mich jetzt, ob in der einzelnen mehr Auswahl drin gewesen wäre. Weil es hat ja auch deine 8 Euro. Weil jetzt zu den anderen Boxen finde ich es bisher Preis-Leistung, klar, der ganze draußen, aber ich finde es ein bisschen langweilig, würde ich es nennen. So, wir gucken wieder. So, also Yum Yum. Vor allen Dingen hast du Originalgröße nur Yum Yum und Kinderbrötchen und alles andere sind Tester. Ja, ja gut. Darum, sie refinanzieren sich ja. Sayos. Soße. Gliskur. Kaffee. Tee. Aufkleber bei mir da 2, habe ich jetzt auch schon weggemacht. Und Kinder Bueno. So, jetzt ist nämlich interessant. Also, das waren die Tüten, aber ich habe hier gerade gesehen, dass da unten geht es noch weiter. Und wahrscheinlich ist das dann wirklich für alles zusammen. Keine Ahnung, wie die sich das da dann vorstellen. Preislich hast du theoretisch deine 8 Euro wieder draußen. Auch jetzt schon. Allein die Yum Yum, ich glaube, die kosten 50 Cent, 2 Euro plus Bueno kostet, glaube ich, sogar über 2 Euro. Das passt. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen was drin. Das heißt, wir haben hier einmal Gliskur, Langhaarschutz, also auf jeden Fall jede Menge Zeug für die Frau. Das ist, glaube ich, auch eine Originalgröße. Ja. Dann haben wir hier ein Campingplatz und Wohnmobilstellplatz. Also wenn ihr campen wollt, finde ich gar nicht schlecht. Und ich glaube, wir werden das auch mal behalten, um zu gucken, wo man vielleicht mal hinfahren kann. Gerade jetzt, wenn der Kleine da ist. Das ist ganz interessant. Und jetzt haben wir noch hier was Eingepacktes. Bin mal gespannt, was das ist. Oh, hier ist noch was. So ein Shampoo. Okay. So ein... Ich glaube, das ist dieses, genau so ein festes Shampoo. Ist das ein Shampoo? Everyday Shampoo. Besonders mild zur Kopfhaut. Für die tägliche Haarwäsche. Riecht ganz okay. Test mir vielleicht mal. Und dann haben wir hier nämlich noch was. Das ist richtig fest eingepackt. Danke, dass du unsere Unicorn-Wundertüte bestellt hast. Das ist aber nicht alles. Du kannst auch noch etwas Tolles gewinnen. 150 Euro Gutschein. Poste einfach ein cooles Bild mit der Unicorn-Wundertüte und den Hashtag Unicorn-Welt auf Instagram oder Facebook und schon nimmst du am Gewinnspiel teil. Okay, nette Sache. Wenn ihr mal wollt, kauft euch die. Und dann könnt ihr hier so ein Gewinnspiel mitnehmen. Und jetzt bin ich gespannt, weil wir haben hier noch so eine eingepackte, also was eingepacktes. Könnte was zu trinken sein, was aus Glas, was für die Haltbarkeit jetzt einfach hier eingepackt ist. Oh ja, ich sehe auch schon. Auch das ist das Mio Mio. Limone plus Koffein, okay. Kenne ich gar nicht, das Getränk. Finde ich interessant. Ist ein Erfrischungsgetränk mit Koffein. Und hier ist auch nicht wenig drin, 20 Milligramm. Bin ich gespannt. Werden wir auf jeden Fall eiskalt probieren. Und was haben wir hier noch? Zweite Sorte. Und zwar Orange. Oh, da schwimmt was. Ja, das sind so Stückchen. Ich denke, das ist von der frischen Orange. Sind da einfach noch ein paar Sachen drin. Genauso wie bei der Zitrone, da ist auch noch ein bisschen Abrieb drin. So, das Ding ist leer. Das war's, hier ist nichts mehr drin. Das heißt, zwar für vier Personen, aber nur zwei kriegen was zu trinken. Fazit. Fazit ist, Box okay, Preis, Leistung, das Geld haben wir wieder draußen. Das hat sich auf jeden Fall für einen Student auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, die Tüten haben alle seine Vor- und Nachteile. Ich denke aber gerade als Student lohnt die sich auf jeden Fall, sich zu kaufen. Die gibt es auch nicht immer. Müssen wir mal gucken, sind jetzt drei Videos, die ich gemacht habe. Vielleicht poste ich euch sogar alle drei unten in der Videobeschreibung nochmal hin. Beziehungsweise auch der Link von den Seiten. Ist unbezahlte Werbung. Ich finde das einfach cool. Hätte ich das damals zu meiner Studienzeit gehabt, hätte ich mich auf jeden Fall dazu gefreut. Meine Schwester nimmt das regelmäßig. Und kannst du gut was mit anfangen.
Auf jeden Fall. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was dazugelernt, was Neues kennengelernt. Schreibt mir auch in den Kommentaren, was wir als nächstes machen sollen. Ob wir vielleicht eine neue Box testen sollen oder was für Ideen wir habt. Und sonst wünsche ich euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.